Mit Statement-Siegen im Rücken geht's für Meppen und Duisburg in den fünften Spieltag. Stoppelkampf der MSV wollen den offensivstarken Gastgebern die Lust am Spielen nehmen. Abi Fade will nach seinem Dreierpack und dem 6:2 gegen Waldhof den Trend bestätigen. Die Meppner in Blau und Dreierpacker Abi Fade gegen Waldhof mit seinen ersten Drittligatoren und hier in der 15. Minute mit der ersten Duftmarke. Erst rechts, dann links. Dieser Junge ist hoch talentiert. Die 34. Minute. Der MSV nach dem 3:1 gegen Freiburg 2 mit breiter Brust. Angetrieben von Stoppelkamp. Immer wieder im Umschaltspiel der Fixpunkt. Und der sieht Buadus. Und dann ist der Ball drin. Die 34. Minute. Buadus hebt die Faust. Aber wenn wir jetzt ganz genau hingucken, dann sehen wir nicht nur, dass Stoppelkamp viel zu viel Platz bekommt, sondern dass Jonas Fedel ins eigene Tor trifft. Der Innenverteidiger des SVM. Kersten, der Torhüter, ein bisschen unglücklich da im eigenen 16er. Es kam viel zusammen. 9.400 Zuschauer in der Hensch Arena. Wo bleibt der SVM? Wo sind die Emsländer? Hier über Marvin Pourier. Piosek im Nachgang auch nicht erfolgreich. Aber das war mal so eine Gelegenheit, wo Pourier das Spiel vor sich hatte. Und dann nimmt der Tempo auf und dann ist er kaum zu stoppen. Das war die 45. Plus 1 und Krämer. Er wollte bloß keine Achterbahn und jetzt nimmt ihn sein Team schon wieder mit auf die Kirmes. Zweiter Durchgang. Dieses Foul an Stoppelkamp. 65. Minute. Alles harmlos. Vincent Müller, der Torhüter, mit dem Freistoß und der wird richtig scharf. Das 0:2 durch den Torhüter. Ausrufezeichen. Alles harmlos schien es, bis Puttkamer den Ball durchlässt und Kersken. Das ist dann so ein rabenschwarzer Sonntag. Maßband rausholen, das ist rekordverdächtig. Und selbst Vincent Müller, der weiß auch selbst gar nicht wirklich, wie soll er denn jetzt mit dem Tor umgehen. Das ist so ein halb angedeuteter Cristiano Ronaldo-Jubel zum 2:0 der Duisburger. Und es ging weiter. Nur 2 Minuten später, das ist Stoppelkamp. Und das ist der Pfiff von Haselberger. Und während Beimatz da die Hände vor dem Mund zusammenschlägt, muss man sagen, das ist die richtige Entscheidung vom Unparteiischen. Der hatte eine gute Position. Und Stoppelkamp, der Moritz Stoppelkamp, Mr. MSV in der 68. Minute mit dem 3:0 für die Gäste. Und das ist bezeichnend. Der hat gerade bockstarke Tage, Moritz Stoppelkamp. Der SVM danach von der Rolle, da kam überhaupt nicht mehr viel. Beimart, natürlich wollte der noch was gut machen, aber ein Traumtor reicht dann auch an diesem Sonntagnachmittag. Am Ende gewinnt Thorsten Ziegner mit 3:0 in Meppen. Er zieht mit Duisburg den nächsten Dreier. Torwart Müller liefert Jahresrückblickmaterial. Es war eigentlich nicht der beste Ball sogar. Einfach viel zu weit. Dann bin ich zurück ins Zentrum gerannt, weil er war ja relativ weit außen. Ja, und dann auf einmal schaue ich hin, der titscht auf und denke mir so, okay, den hat der Torhüter. Und auf einmal fliegt er drüber und ich war dann im Moment einfach nur so, was ist denn jetzt los? Der Ball war halt drin und dann sehe ich die Jungs auf mich zurennen und dann habe ich 2 Minuten gebraucht, um zu realisieren, ich habe einfach gerade ein Tor geschossen. Auch wenn es ein bisschen mit Hilfe war, aber Tor ist Tor, nehme ich mit. Ja, so welche Sachen passieren. Also ich gebe den Jungs da oder ich gebe auch Jonas da überhaupt gar keinen Vorwurf, weil für mich ist er absoluter Top-Torhüter der dritten Liga. Und was der uns schon für Dinger gehalten hat, das, da muss man einfach einen Hut verziehen. Und jetzt hat er heute einen Bock geschossen, aber es geht weiter. Und dann kommt auch gar keine Frage auf, ob man dann nächste Woche vielleicht durch so einen Patzer den Torwart wechseln sollte. Und so stärkt man dann seinem Torhüter den Rücken. Sei es drum, Vincent Müller erobert mit dem MSV die Hensch Arena, trifft aus rekordverdächtiger Entfernung zur Vorentscheidung und mitten ins Herz seiner Zebra-Familie. Das ist Wahnsinn oder auch ein ganz normaler Sonntag in Liga 3.